haben. Herzlich willkommen auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt. Es ist der 49. Herzlich willkommen alle. Die Marktleitung des Weihnachtsmarktes und das gesamte Team, wir alle freuen uns, dass wir hier zusammen sind und dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank dafür. Und einen großen Dank auch an den Posaunenchor der Auferstehungskirche in Mannheim unter der Leitung von Sonja Nemeth, die uns hier wieder so wunderschön auf Weihnachten einstimmen. Ja, da kann man ruhig, nicht ganz genau. Die Vorweihnachtszeit genießen, sich auf Weihnachten freuen. Wie geht denn das, dass aus Vorfreude Freude wird? Nina Roller ist bei uns, die Pfarrerin der Thomasgemeinde in Neuostheim, Neuhermsheim. Sie hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie wird gleich zu uns sprechen. Vorher begrüße ich aber noch ganz herzlich Herrn Bürgermeister Michael Grötsch, der nachher den Weihnachtsmarkt ganz offiziell eröffnen wird. Ebenso begrüße ich Stadträtinnen und Stadträte, die hier sind, sowie Vertreterinnen aus der Verwaltung und natürlich die Damen und Herren der Medien, die diesen Weihnachtsmarkt und uns überhaupt die ganze Zeit so wunderbar begleiten. Vielen herzlichen Dank. Und nun bitte ich ganz herzlich Pfarrerin Nina Roller für ihre besinnlichen Worte zum Advent. Ganz herzlichen Dank für das freundliche in Empfang nehmen heute hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ich erinnere mich gut an den Eröffnungsabend vor 2 Jahren. Da war ich hier und es war schön, hier sein zu können. Und heute denke ich, endlich wieder Weihnachtsmarkt. So steht es in der Pressemitteilung. Endlich. Ich kann das gut nachfühlen. Endlich wieder bei Nacht im Lichtermeer baden. Endlich wieder die süßen Düfte in der Nase und die guten Geschmäcker, die einem auf der Zunge zergehen. Endlich wieder glühende Wangen und herzliches Lachen miteinander. Und aus der Perspektive der Schausteller endlich wieder meinem Beruf nachgehen, endlich wieder mehr Sicherheit, endlich wieder in meinem Metier, vor Weihnachtszeit unter Leuten. Welche Freude. Ich weiß nicht, ob Sie ganz voller Freude da sind, oder ob sich zu der Freude auch etwas Sorge gesellt heute Abend, wie es Ihnen geht. Ob da auch solche Fragen sind, ist es okay hier zu sein? Mache ich mir Sorgen um andere, die nicht hier sein könnten, weil es ein zu großes gesundheitliches Risiko darstellt? Zukunftssorgen, solche Dinge. Manchmal ist es ja so, dass es gleichzeitig da ist, die riesige, unbändige Freude. Und die Bedenken, die man so hat. Ich weiß nicht, ob sich vorweihnachtliches Gefühl ganz leicht bei Ihnen einstellt, nach dem letzten Jahr, in dem Weihnachten so karg war. Aber ich hoffe es von Herzen für Sie. Denn weihnachtliche Gefühle, die brauchen wir Menschen. Und sie entstehen in Begegnungen. Weihnachten, das ist ein Begegnungsfest. Sie kennen ja alle die Geschichte, das erste Weihnachten vom Stall. Gott begegnet den Menschen und die Menschen begegnen einander. Etwas davon können wir ahnen, wenn wir einander begegnen in der Weihnachtszeit. Hier in unseren Familien, in Kirchen, in Freundeskreisen. Weihnachten ein Fest der Begegnung. Von Anfang an aber noch was. Weihnachten ist von Anfang an auch ein Fest, in dem Begegnung verbunden ist mit Verletzlichkeit. Hier vorne sind Kinder. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn so ein Säugling im Raum ist und sich so ein vorsichtiges, achtsames Gefühl in den Raum gesellt und sich wie so ein Schleier, ein freundlicher Schleier über alles legt, dass man darauf achtet, wie laut spreche ich, was sage ich, wie nah komme ich wem. Das ist von Anfang an verbunden mit Weihnachten. Und ich wünsche uns, dass wir hier beides haben. Diese herzliche Begegnung, inbrünstig, mit vollem Herzen und auch die Vorsicht, die dazugehört, dass wir einander gut begegnen in diesen Zeiten. Ich weiß, dass alles Menschenmögliche dafür getan worden ist und dass Sie alle die Sensibilität dafür in sich tragen.
Ich wünsche uns eine schöne, freudige Weihnachtszeit voller Begegnungen, die uns das Herz stärken. Und ich möchte uns dafür Gottes Segen zusprechen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott hebe ihr Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen. Frohe Weihnachten, frohe Weihnachtszeit erstmal. Tschüss. Dank. Pfarrerin Nina Roller war das. Und auch Ihnen eine gesegnete Vorweihnachtszeit und schöne Begegnungen. Den Posaunenchor der Auferstehungskirche haben wir gerade gehört. Jetzt gibt's eine Kostprobe der nächsten Band. Die Schadelband aus Oftersheim ist bei uns. Und wir sind gleich bereit, uns eine Kostprobe zu geben, damit wir noch die Vorfreude genießen können auf die offizielle Eröffnung durch Herrn Bürgermeister Grötsch. Also erstmal ein Song von der Schadelband, die zu dritt hierher gekommen sind. Einige von Ihnen kennen sie vielleicht schon und sie werden nach der offiziellen Eröffnung noch richtig aufspielen. Internationale Weihnachtslieder und auch Beschwingtes. Lassen Sie sich einfach überraschen. Und ich mache jetzt Platz für die Schadelband für einen Song. We waited all through the year for the day to appear when we could be together. Christmas time. Something about Christmas time.
Geburtstag.